Wunderwerk Kopfsache. Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst. Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und Susanne Ruth. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Oh, Susanne. Also, was ihr jetzt gerade nicht mitbekommen habt, ist vielleicht die Tatsache, dass ihr 8 Sekunden nichts gehört habt. Mhm. Und diese 8 Sekunden, haben sie mitbekommen. Das haben sie mitbekommen, dass sie nichts gehört haben. Und diese 8 Sekunden haben ausgereicht, um uns ganz kurz hier aus dem Live-Sendung rauszuschmeißen. Und das bedeutet, dass wir keinen Anfang haben. Ja. Die ersten Minuten, die ersten knapp 20 Minuten sind weg. Ja. Aber ist doch auch mal was Neues. Hatten wir auch noch nicht. Eine Sendung ohne Anfang. Ja, aber ich ärgere mich jetzt natürlich total. Okay. Also du ärgerst dich und deswegen kannst du uns jetzt mal, damit wir dich gedanklich auf eine andere Spur bringen, doch mal reinholen. Was hast du denn noch von Mr. Mrs. Google in deiner hochkomplexen Recherche herausgefunden? Ich finde es ein bisschen fies, wie du das jetzt darstellst, nur weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich das Thema so ein bisschen schwerfällig fand. Scham ist nämlich unser Thema und nicht so wusste, so Nee, wow. Weil du von deiner sehr originellen Suchanfrage berichtet hast, ja, mit dem ironischen Unterton. Also von daher hast du die Vorlage gegeben. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, also ich bin ja ein bisschen berechnend mittlerweile, wenn die Sandra mir eine Frage stellt, was für eine Frage wird die mich stellen, dass ich dann ein bisschen vorbereitet bin? Ne? Ja, ne? Und welche Frage bist du ausgegangen? Du wirst mich über das Körperliche fragen. Gute Idee. Ja, dankeschön. Ich folge dir. Mhm. Aber wollen wir erstmal sprechen, woher es kommt, oder willst du erst über die Körper? Wäre mal eine völlig neue Herangehensweise. Komm, wir reden erst über den Körper. Okay, also. Wenn man Scham empfindet, hat man oft, was als häufigstes erstes Symptom war ein rotes Gesicht. Warum habe ich ein rotes Gesicht, wenn ich mich schäme? Vielen Dank für diese Frage, ich hätte es nicht besser sagen können. Und zwar ist das folgendes. Scham erregt in den gleichen Hirnregionen wie Stress und Gefahr unsere Botenstoffe an. Das wiederum heißt, unser Stressgefahr, ja, vegetatives Nervensystem wird angeregt. Das wiederum heißt, der Körper steht unter einer erhöhten Leistungsbereitschaft. Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt und die Gefäße auch im Gesicht werden weitgestellt, weil die Durchblutung ja angeregt werden soll, weil wir eigentlich in Stress und Gefahr kampfbereit oder fluchtbereit sind. Und deshalb kriegen wir ein rotes Gesicht. Das hängt aber auch ein bisschen vom Hauttyp ab. Also ich bin ja zum Beispiel ein sehr heller Hauttyp. Bei mir würde man das dann schneller sehen. Und auch, ja, wie dick die Haut im Gesicht ist. Und auch, es gibt da unterschiedliche Reizschwellen. So, du hast jetzt gesagt, wer wird der Sympathikus wird aktiviert. Ja. Und das gibt Forschungsergebnisse und das finde ich total spannend. Darf ich dir, da hast du das auch. Es gibt Forschungsergebnisse, lass mich jetzt mal bitte richtig zitieren. Und zwar der Psychologe Alan Shaw fand heraus, wenn wir uns schämen, sind wir in einem stark fehlregulierten Zustand, denn Sympathikus und Parasympathikus sind gleichzeitig aktiv. Also sowohl das hoch- als auch das runterregulierende Nervensystem sind beide aktiv. Das finde ich total, also wir sind sozusagen extrem aktiv und extrem passiv. Und da sagte er eben, wäre diese eher passiven Oh, ich sehe starke Zweifel an sich. Toll. Ich denke ganz stark. I love it. Also, weil eigentlich, wenn ich beides jetzt gleichermaßen aktiviere, dann müsste es ja wie so ein bisschen Systemzusammensturz geben. Genau. Und so sagt er, so ähnlich fühlt sich deswegen die Scham an. Anders als die anderen Sachen, wenn wir zum Beispiel, also er sagt, es ist mit der extremsten Angst vergleichbar, wo quasi man nicht mehr weiß, stelle ich mich tot, laufe ich weg, was man dann ja zum Beispiel im Selbstverteidigungstraining lernt, durch Schreien zum Beispiel, diesen Zustand wieder zu aktivieren, dass man in einen anderen Erregungszustand kommt. Und das ist deswegen sich sozusagen unterscheiden würde zu anderen Gefühlen, die nur das eine oder das andere auslösen. Spannend. Wie hieß der Herr? Alan Shaw. Mhm. Interessant, was man da mittlerweile alles schon so rausfindet und wie sehr man das untersucht. Ja, weil sie es natürlich mit ganz anderen Messmethoden heutzutage feststellen können, weil was an Hormonen ausgeschüttet wird zum Beispiel oder welche Bereiche aktiv sind. Genau, mit den Gehirnscans, ne, dass man sieht, wo ist jetzt da die Durchblutung und wo nicht und dass man auch weiß, was findet denn da sonst eigentlich in dem Hirnareal statt. Mhm.
Ja. Und was hast du noch körperlich herausgefunden? Dann bin ich anders nochmal an die Sache rangegangen. Ah. Weißt du, ich habe mir eigentlich nicht vorgestellt, dass du mich jetzt hier so ausfragst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch hier haben sie die Vorlage gegeben, Frau Roth. Ja, danke schön. Irgendwie habe ich mir anders vorgestellt, aber ist okay. Und zwar habe ich dann überlegt, Körper. Und dann fielen mir natürlich die Begriffe ein wie Schamhaare, Schamlippen, Schambein. Und dann bin ich da hängen geblieben und habe gedacht, aha, mit Scham besetzte Körperteile hat alles was mit unseren Genitalien zu tun. Mhm. In der Regel leider auch mehr den weiblichen Genitalien als den männlichen Genitalien. Mhm. Das heißt ja nicht Schampenis oder sowas. ja, ich meine, es heißt Schamlippe. Das ist schon irgendwie. Wird nicht mehr benutzt heutzutage. Was sagt man? Nur noch Lippe. Vaginallippe. Da müsste ich jetzt die einzelnen Begriffe, aber tatsächlich wird das Begriff Schambereich und alles nicht mehr benutzt, also Scheide auch nicht mehr. Also das sind alles Wörter, die quasi aus alten Benennungen kommen und da hast du es natürlich. Warum heißen die denn so? Ja, Alter, ich frage, wo werden die nicht mehr benutzt? Im Schulunterricht oder? Ja, das in Schulunterricht kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, in Social Media und in den ganzen, also auch rund um diese Body Positive Bewegung. Und gerade, also es gibt sehr tolle, auf Instagram und auch woanders gibt es sehr tolle, frauenstarke, gerade für junge Mädchen, Kanäle, die sich sehr stark dafür machen, dieses ganze Schambehaftete wegzunehmen. Mhm. Also die haben dann auch solche Sachen wie, es ist okay in der Partnerschaft als Frau größer zu sein, mehr zu wiegen, mehr Haare zu haben. Also all diese Dinge, wo man immer sagt, das was früher von der Norm abgewichen ist, vermeintlich, wofür wir uns geschämt haben, dass man dann gesagt hat, ja, mein Freund ist klein, aber er ist total nett oder er tritt ganz männlich auf. Aber, ja. Genau, also dieses Aber und genau, dass das wegkommt und deswegen sagt man eben, das ist die Vulva und du bist sozusagen eine Wolverine, also dass du in starke Begriffe gehst und weg von diesen Scham. Von der Scham. Also es gibt nichts, wofür man sich für Haare, die an irgendwelchen Körperstellen wachsen, dass man sich für diese Haare schämen muss. Ja. Und so gibt's eben nicht, dass das das Schambein oder die Schamlippe ist. Warum soll man sich denn, und gerade so wie du sagst, warum heißt es denn nicht Schamhoden? Ja, genau. Ja, also es ist schon, und darauf bin ich dann halt, weil ich ja über den Körper gegangen bin und habe ich so überlegt, was da so für Begriffe gibt und fand das wirklich interessant. Vor allem, also zum Beispiel Schambein, den Begriff verwende ich ganz oft, wenn ich auch im Yoga unterrichte. Der Unterbauch vom Schambein zum Bauchnabel. Da weiß jeder halt auch, was es ist. Mhm. Ich wüsste aber gar nicht, wie ich den anders recherchiere. Ich dir gerne. Ich mache das auch. Dann werde ich zukünftig ich dir mal ein paar. Den lateinischen Namen verwenden. Genau. Oder ich schicke dir einfach mal ein bisschen was von diesen Links, von diesen Gruppen, denen ich da folge oder Seiten, die sich sehr für Empowerment von Frauen und gerade von jungen Frauen stark machen. Weil wir da aus diesen, und das finde ich total wertvoll, weil das ist mir auch im Zusammenhang, als wir über Scham gesprochen, also als ich mit mir selbst über Scham gesprochen habe, im Vorfeld der Sendung, dass ich sage, ich finde es total schön, dass es Dinge gibt, für die sich viele, nicht alle leider, aber für die sich viele Mädchen und Jungs heutzutage nicht mehr schämen. So, Dinge, die bei uns, glaube ich, in der Generation noch, also allein wenn ich an bauchfrei denke. Gott, ich hätte nie bauchfrei, ich hätte mich da so geschämt als Jugendliche. Ich habe geliebt, bauchfrei zu laufen, weil ich aber auch stolz war, ich hatte einen, also ohne zu übertreiben, gemalten Bauch. Alle waren neidisch, ich hatte sehr weibliche Form, aber mein Bauch, der war quasi, also nach damaligen Schönheitsidealen, war der wie ein Brett. Also das war wirklich immer meine Taille und mein Bauch waren mega. Ich habe nichts dafür getan. Ich wurde zu der Zeit von der Natur beschenkt. Das hat sich geändert. Aber was ich jetzt in der Stadt sehe und auch in den sozialen Medien ist, dass so unendlich viele Menschen bauchfrei tragen, was ich früher nie gemacht hätte, wenn ich anders ausgesehen hätte. Und das finde ich toll. Und ich merke dann, wenn ich mit älteren Menschen unterwegs bin, dass die sagen, wow, das ist aber mutig. Und ich sage, nein, das ist normal. Das sollte gar nicht mutig sein und das ist es auch nicht. Sondern die Menschen sagen einfach, ich bin das. Und wenn es dir nicht gefällt, guck nicht hin. So, aber ich lasse mich doch nicht in meiner Freiheit einschränken, was ich anziehe, ob da was rauskommt oder nicht und ob es Wellen schlägt oder nicht. So what? Es geht darum, dass ich mich frei fühle und dass ich mich nicht für meinen Körper schämen muss. Und das finde ich
eine wirklich gute Entwicklung, die ich hoffe noch viel weitergeht, weil auf der anderen Seite haben wir ja auch, wissen wir alle, durch Social Media getriggert, perfekte Körper, Anorexieanstieg und. Also das ist dann wieder die andere Seite. Das ist es gerade, ne? Diese Scham kam mir auch bei meiner qualifizierten Recherche, kleiner Zwinkerer. Nein, ich habe mich ja wirklich damit auseinandergesetzt, im Zusammenhang mit dem Körper, dass man sich oft für seinen Körper schämt, für sein Aussehen. Und das ist genau das. Ich habe relativ viele Narben am Bauch durch Leberflecke, die weggemacht werden mussten, als ich in der Jugend war. So, ich glaube 16, 17, das ist natürlich Bombenzeit, ne? Super. Und dann hatte ich früher nie Bikini getragen, hätte ich never ever, und ich auch nie bauchfrei gegangen. Und das hat sich geändert, und das finde ich so spannend, als ich dann meine Kinder, als sie noch ganz klein waren und wir im Schwimmbad immer waren, da waren mir meine Kinder, und dass die schwimmen lernen und im Wasser sind, das war mir so viel wichtiger als mein Bauch und meine Scham. Ich meine, Schwangerschaft, der Bauch ist kein Sixpack mehr. Und es ist mir total, also da schäme ich mich nicht für. Auch meine Narben, ja, die, da ist so ein, also man sieht die ja kaum noch jetzt nach 20, 30 Jahren oder so. 10. Aber damals, also das fand ich so krass, dieses, ich kann mich da wirklich noch richtig, dieses Schamgefühl von diesen Narben, Gott, wenn dann jemand guckt, was sagt, und das ist noch sehr, sehr präsent. Und es ist aber auch so spannend, wie sich das ändert im Laufe der Jahre und was einem dann wichtiger ist. Und mir war es einfach wichtiger, meine Kinder sollen schwimmen lernen und ich will mit denen ins Schwimmbad gehen. Wasser war ein tolles Element früher mit den Kindern. Ja, und dann war mir das Pups egal, ob ich da jetzt Narben am Bauch habe oder nicht. Es hat auch nie jemand was gesagt. Ja, warum sollte auch jemand was sagen? Tja. Also, und das, glaube ich, ist ja ganz oft. Also oft sehen wir ja die Dinge, die wir denken, sind viel massiver und wie sie andere wahrnehmen. Also es ist ja auch dieser Effekt, man denkt, man wird viel mehr beobachtet, als man es tatsächlich wird. Das, ist, glaube ich, spielt da auch mit rein. Und natürlich diese Frage, wie werden wir erzogen? Und ich weiß zum Beispiel, dass ich früher gerne vorm Fernseher getanzt habe und irgendwann hat mein Vater mir mitgeteilt und mein Bruder, A, dass ich kein Taktgefühl habe und B, dass quasi mein Hintern ziemlich breit wäre. Und dann habe ich damit irgendwann aufgehört. Oder irgendeiner meiner Tanten und Onkel stand mal da und hat gesagt, Mensch, du hast ja die Beine von den Wassermännern, also da irgendeine entfernte Familienlehne, die sind ja gerade wie römische Säulen. Ich habe nie kurze Röcke getragen. Und das ist so krass. Das ist so krass. Also das, was bei dir bauchfrei war, bei mir die Röcke. Ich habe nie kurze Röcke und ohne Strumpfhosen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr das erste Mal einen halblangen Rock ohne Strumpfhose getragen und war ganz stolz auf mich. Das ist verrückt. Ja. Und es ist eine Aussage, oder? Ja. Eine vernichtende Aussage. Und das verändert das ganze Leben. Man schämt sich sein ganzes Leben dann irgendwie dafür. Das ist doch also. Also ich glaube, mein Vater hat den Begriff Brauereigeule benutzt für meinen Hintern. Auch hart. Ja. Und dann noch so eine nahestehende Person, ne? Ja. Boah, das finde ich wirklich. Je, also nein. Brauereigeulärsche. Alles echt fies. Ja, aber ich glaube auch da, er hat es nicht bös gemeint. Okay, naja. Also mit sowas habe ich mich schon lange ausgesöhnt. Das stimmt, aber jetzt auch das nochmal gesagt, nicht bös gemeint. Ich hatte letztens, habe ich jemanden kennengelernt und die sagt, ja, nee, sie ist total ehrlich und mal lieber vielleicht auch ein bisschen zu schnell ehrlich manchmal, so frei rausgeredet. Und ja, genau. Und ich kenne die Person und ich bin gespannt, wie es ist. Und dann habe ich mir aber so die Frage gestellt, weil ich mir um Ehrlichkeit auch oft meine Gedanken mache. Und ich bin der Meinung, dass man manchmal auch gerne einfach mal nix sagt. Dass das auch eine sehr gute Qualität ist und dann ist man vielleicht nicht ehrlich. Ja, das ist richtig, aber weißt du, wie ich meine? Ich finde das sogar noch ehrlich. Also ich würde es fast noch in die Ehrlichkeit, außer ich werde gefragt. Aber wenn ich nicht gefragt werde, wieso denke ich denn überhaupt permanent eine Kommentierung abgeben zu müssen? Ja, das stimmt. Das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun, das ist Aufdrängen. Ja. Ehrlichkeit ist, ich werde gefragt und antworte wahrheitsgemäß. So, das wäre für mich eine Ehrlichkeit. Und dann kann ich ja auch wahrheitsgemäß, das hast du toll gesagt, und dann kann ich ja auch immer noch wählen, wie ich die Worte wähle, wie ich das sage, wie drastisch. Ich meine, dein Vater hätte es jetzt vielleicht, hast du ihn überhaupt nicht gefragt, wie findest du meinen Hintern, ja? B,
Hätte das ja auch definitiv anders sagen können. Na klar, aber wie gesagt, ja, da braucht man sich dran aufhängen. Aber ich bin so, ich finde so, der Klassiker ist eigentlich, jemand hat einen neuen Partner, eine neue Partnerin, und ganz oft hörst du die Reaktion, ja, wäre nicht mein Typ. Ah ja, wer hat dich gefragt? Mhm. Ist gut, ist ja auch mein Typ. Soll doch gar nicht dein Typ sein. Ja. Also warum ist das, oder ist hässlich oder ist hübsch? Also ich merke das jetzt gerade, die Teenager, wenn die wie irgendwie mit jemand Neuen ankommen und dann kommt sofort die Kommentierung, den finde ich voll hässlich. Und dann sage ich, gefällt er dir? Ja. Ja, warum müssen dann die anderen sagen, den finde ich hässlich oder den finde ich hübsch oder die finde ich hässlich oder hübsch? Also diese ungefragten, und wenn jemand mich fragen würde, findest du den? Und ich würde den, und ich werde das öfter mal gefragt, dann antworte ich dann zum Beispiel, naja, wäre jetzt nicht mein Typ, hat aber was Sympathisches. Ja. So, oder ich frage gleich zurück, gefällt er dir? Und, um herauszuhören, um was geht's eigentlich? Möchte mir eigentlich jemand mitteilen, dass er, also meine Tochter kommt manchmal und sagt, dann zeigt mir irgendwelche Leute auf Insta und ich soll dann von 1 bis 10 bewerten. Mhm. So, ist das eine 10 oder ist das eine 5 oder so? So. Ui. Manchmal sage ich, wisch weiter. Also das ist, aber es ist halt ein totaler Geschmack, und was das Schöne ist, bei diesen Gesprächen kommen wir dem halt auf die Spur, weil ich dann sage, was gefällt dir denn daran? Und ich sage, was mir gefällt oder nicht gefällt, und oft ist es bei mir gar nicht die Optik, sondern zum Beispiel, was ist noch alles auf dem Bild? Ja, und es regt ja auch da an, die Details zu sehen und die Kleinigkeiten und unter diese erste, den ersten Eindruck vielleicht auch dahinter zu schauen. Aber um das zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, was ich ganz toll finde, ist, dass ungefragt oft Bewertungen abgegeben werden. Also warum muss ich denn so vieles bewerten? Warum habe ich denn zu so vielem eine Meinung, mit dem ich mich vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt habe oder sonstiges? Finde ich auch immer. Lieber erst einmal nachdenken. Ja, nachdenken. Und wir hatten das gerade vorhin, als ich reinkam, du in dem Kleid. Ich bin immer noch ganz hingerissen, so vor allen Dingen, weil die Augenfarbe, und es hat auch einen sehr schönen Schnitt, dieses Kleid. Und dann habe ich gesagt, du siehst auch aus, als ob du sehr viel abgenommen hättest, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Und habe gesagt, wenn es okay ist für dich, dass ich das sage, weil es mir quasi rausgerutscht ist. Weil tatsächlich ja auch da es mehr und mehr dahin geht, dass man das gar nicht so thematisieren sollte. Weil sprechen wir vielleicht wieder von einem Schönheitsideal? Ist denn nur schlank schön? Oder gibt es auch andere Varianten, die ihren Reiz und ihre Ausstrahlung haben? Und B, eben dieses, ja, und vielleicht hat jemand abgenommen, weil er total im Stress ist oder weil jemand gestorben ist oder weil es nicht gut geht oder krank war, Krankheit hat. Also es kann sein, dass ich dadurch aus Versehen jemanden zwinge, in ein Gespräch oder Thema zu kommen, wo er sie es gar nicht rein möchte. Und dann hatte ich gesagt, dass ich am Freitag in der Apotheke angesprochen wurde, ob ich schwanger bin. Ja. Bin ich nicht. Und das war auch so eine interessante Sache, weil du das ja jetzt auch gerade nochmal gesagt hast. Und es gibt ja auch Menschen, die vielleicht traurig sind, wenn sie nicht angesprochen werden. Mhm. Wenn sie schwanger sind, weil sie, weiß ich nicht, vielleicht auch wie ich 43 sind und schon lange probiert haben, ein Kind zu bekommen und jetzt endlich schwanger sind und dann spricht sie und jemand sieht es. Und das hätte ja auch vielleicht total schön sein können. Also ich bin nicht schwanger, ich hatte einfach Linsen mittags gegessen. aber ja, das war auch so eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, die Dame hat sich dann auch geschämt, also sie hat sich dann geschämt, dass sie es gesagt hatte. Für mich war es in dem Moment, oh Mann, Mist. Und dann habe ich aber schon auch gemerkt, wie ich mich so ein bisschen geschämt habe und den Rest des Tages den Bauch einfach mehr eingezogen habe. Und ja, und tatsächlich geguckt habe, wie ich so die Beckenkippung mache, dass der nicht so rauskommt. Also habe dann schon auch gemerkt, dass es mir natürlich ein Stück weit vielleicht unangenehm war, dass mein Bauch da so rausgeguckt hat, dass man annehmen könnte, dass ich schwanger bin. Ja, und das ist aber interessant, was da alles für Nuancen hinter sind. Mhm. Und genau das war das, worauf ich auch gestoßen bin während der Recherche, wie viele Nuancen. Absolut. Und das fand ich dann wieder interessant, nachdem ich im ersten Moment dachte, Charme, puh, denn das Wort bzw. das Thema war ja ein Wunsch einer Podcast-Zuhörerin von uns. Wir haben ja jeden Monat ein Podcast-Thema bei Wunderwerk Kopfsache, kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt. Und sie hört ganz fleißig. Und sagte dann, Mensch, könnt ihr mal über das Thema Scham sprechen? Und da dachte ich so, ja, tolle Idee, weil ich überhaupt nicht wusste, damit so anzufangen. Und dann hatte ich auch ein bisschen gezögert, es dir zu sagen, aber habe mich jetzt ganz auf dich verlassen, dass du mich da ein bisschen durch die Sendung führst. Ja, und so in den Nuancen ist das genau das, was du sagst, ist auch die Nuancierung,
Also einmal, welche Abstufungen gibt es Scham und was löst denn Scham aus? Also ich fand es zum Beispiel spannend, in der einen Recherche, die ich hatte, da begann der Artikel mit, schon mal beim Yogakurs laut gepupst. So, und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Menschen, denen ist das völlig egal. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da stand eine Frau neben mir, die hat die ganze Zeit gepupst. Der war das völlig egal. Weil wenn es ihr unangenehm gewesen wäre, hätte sie zumindest mal gesagt, ich gehe mal einen halben Meter zur Seite. Also es wäre Platz gewesen und Raum und eine Tür in der Nähe. Aber da ist es wahrscheinlich schon so, dass die vielleicht, wahrscheinlich hat sie Probleme und hat sich schon so dran gewöhnt, dass das ein Dauerzustand ist und lässt frei atmen. So, ich weiß, wenn ich im Yoga kurz pupse, beim allerersten Pups habe ich mich schrecklich geschämt, im allerersten Yogakurs. Mittlerweile denke ich, ja, nicht schön, aber passiert. Und dann ist die Frage, wie reagiert man? Ich bin ja Yogalehrerin und das kommt schon immer vor, dass da mal ein Pups entweicht. Also ich finde es... Das Schöne ist, du senkst deine Stimme dabei und das zeigt eben genau dieses, so ein bisschen peinlich ist es doch. Ja, also ich sage es jetzt, weil mir es auch schon einmal passiert ist. Also ich weiß es nicht. Wem ist es denn noch nicht passiert, der wirklich intensiv Yoga gemacht hat? Also weil es ist ja, also rein anatomisch, ich versuche es jetzt ein bisschen alles zu erklären. Ne? Nein, ist das ja eine Anspannung, Entspannung auch der Beckenbodenmuskulatur. Ne? Ja, und du machst und ja durch die Bewegung genau, den Darm. Genau, der Darmarbeit. Ja, genau. Also das ist jetzt mal hier entschuldigend zu sagen. Und das ist letztendlich was Natürliches. Ja. Und trotzdem schämt man sich vielleicht, ne? Ja. Und das ist das. Und ich glaube, dass, und so ist das. Also du hast von Scham, von kleinsten Peinlichkeiten, bei denen du so ganz kurz nur denkst, hin zu gefühlt essentieller Scham, ich kann da nie wieder auftauchen. Also wirklich, dass du das Gefühl hast, du hast so einen Gesichtsverlust erlitten, was ja, glaube ich, gerade bei den Japanern zum Beispiel, da war ja auch oft, also in alten Zeiten gab es ja den Selbstmord quasi aus Schuld. Also ich nehme die Scham, die ich meiner Familie, meiner Sippe, meinem Amt zugefügt habe, selbstverständlich immer Rücktritt, ich glaube das ist heute noch so. Und das Extreme früher war, dann tatsächlich den Selbstmord zu wählen, um diese Scham auszugleichen. Wo du dann sagst, wow, das ist dann das ganz andere Ende der Skala, ist dieses, ich kann vor Scham nicht mehr, mit dieser Scham kann ich nicht mehr leben. Und dazwischen gibt es halt alle Varianten, aber das Schlimme ist auch, also ich komme dazu, Scham ist nämlich ein hochgefährliches Gefühl. Das Schwierige dabei ist, dass die Auslöser so hoch individuell wiederum in ihrer Beurteilung sind. Das heißt also, wenn ich mittlerweile sage, wenn mir meinem Yoga ein Pups entläuft, peinlich, so, aber ich kann es mir erklären, und kann es weg, schnell für mich innerlich weglächeln und kann hoffentlich denkt jemand zwar an andere, kann für andere so sein, dass sie nicht mehr in den Yogakurs kommen. Ja. Oder dass sie nie wieder Yoga machen. Ja. Weil es ihnen so peinlich ist. Wie schade dann. Ja. Hm. Und da, also du hast die Abstufung einmal, in welche Situationen überhaupt schambehaftet sein können. Und das andere, die vielleicht schambehaftet sind, aber dann in ihrer Tiefe oder Auswirkung für den einzelnen Menschen nochmal in einer ganz anderen Dimension sich aufhalten. Und es ist auch noch natürlich kulturell abhängig. Also es gibt ganz unterschiedlich, hier war auch eine Studie wurde hier in dem einen zitiert, warte kurz, da ging es um zum Beispiel die indonesischen Probandinnen hatten Scham in Situationen empfunden, in denen sie mit Personen zu tun hatten, denen sie hierarchisch unterstellt waren. Diese Situationen spielten für die kalifornischen Probandinnen keine Rolle. Also zum Beispiel, dass du da halt siehst, okay, da hast du eine Kultur, die nochmal anders zum Beispiel mit Hierarchie umgeht. Da hast du eine ganz andere Art der Beschämung und viel schnelleres. Und die anderen sagen, dann mache ich mich selbstständig und werde morgen Tellerwäscher und dann Millionär. Also einfach diese Grundhaltung, die vielleicht in einer Kultur anders gelegt ist. Ich hatte gelesen, dass es angeboren ist, ein Schamgefühl. Und so wie du es ja jetzt beschreibst, ist es vielleicht, wir haben so wie so einen kleinen Samen, den haben wir. Und was daraus aber wächst, ist total unterschiedlich und wiederum von unserer Erziehung abhängig, von unserem Umfeld abhängig, von unseren Erlebnissen abhängig, von auch unserem eigenen inneren Wertesystem, wie wir das Erlebte einordnen und bewerten.
Und dadurch ist es dann von Person zu Person unterschiedlich. Und es ändert sich, so wie du es vorhin ja auch gesagt hast, mit der Erfahrung und den Erfahrungswerten. Weil, wenn wir jetzt nochmal den Yogakurs bedienen, das Beispiel, beim ersten Mal denkt man, oh Gott, man ist der einzige Mensch, dem das passiert und wie peinlich ist das denn? Bis du regelmäßig Yogakurse besuchst und erlebst, boah, ist gar nicht so selten, passiert relativ häufig. So, und damit relativiert sich das, was passiert ist, wieder in der Gesellschaft. Ja. Und das ist das, was dann auch die Erfahrung wettmacht. So wie du sagst, mit 17 ist das total essentiell für dich gewesen, dass du, wie es dein Bauch aussieht, als dein wunderbarer Körper zwei Kinder geboren hat und dir gezeigt hat, wozu er in der Lage ist und was es ist und was es viel Wertvolleres gibt, haben dich deine Namen nicht mehr so interessiert. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, darüber hinaus zu gehen und zu sagen, ja mein Gott, es ist so. Und das meine ich eben auch zum Beispiel mit diesem, was ich gut finde, mit der Body-Positive-Bewegung, was man sieht, zum Beispiel Zellulitis, davon sind unfassbar viele Menschen betroffen. Und dann kann man sich entscheiden, schäme ich mich dafür oder schäme ich mich nicht. Ich finde es persönlich nicht schön. Ich bin davon betroffen und habe aber irgendwann gesagt, ich möchte trotzdem wieder schwimmen gehen. Und auch irgendwohin, auch wenn Menschen mich kennen. So what? Es ist so, wie es ist. Ich kann es ja nicht verändern. Und manchmal ist das ja auch so, wenn man woanders dann sieht, oh krass, die hat ja auch Zellulite. Mhm. Die ist auch ein Mensch. Mhm. Also wir sind ja alle Menschen und haben unterschiedliches Bindegewebe. Und diese Zellulite ist ja tatsächlich wirklich überwiegend eine äußere Erscheinung. Natürlich heißt das auch, das Bindegewebe ist vielleicht ein bisschen schwächer da und so. Aber das sagt doch nichts über meinen Wert aus, dass mein Bindegewebe schlecht ist. Ja, genau. Das ist es. Also, und nicht über die Schönheit von mir als Mensch. Ja, von der Schönheit meiner Oberschenkel, aber doch nicht von der Schönheit von mir als Mensch. Ist das doch nicht entscheidend. Da sieht man aber auch vielleicht, wie sehr wir uns über unseren Körper identifizieren, auch unseren Wert über unseren Körper vielleicht identifizieren. Und für mich hat sich damals ganz, ganz viel geändert, wie du das jetzt eben schon mal sagtest, durch die Kinder, die ich bekommen habe, Schwangerschaft, aber vor allem auch durch meine rheumatische Erkrankung. Weil was mein Körper da mitgemacht hat, und ich bin so dankbar, dass ich das alles überstanden habe und so gesund aus dieser Sache rausgekommen bin. Und zum Beispiel im Yoga, wenn ich was nicht kann, weil ich keine Kraft habe, weil ich nicht gelenkig genug bin, weil ich nicht gedehnt genug bin, weil ich vielleicht nicht geübt genug bin oder so, habe ich dann damals immer so gedacht, weil ich mich ja oft verglichen habe mit anderen auch Yoga-Lehrern. Ich war damals noch in der Ausbildung, in der Yoga-Ausbildung und war viel mit, die können das und die können das, ich will das auch können und so. Dann habe ich mir immer so gesagt, die haben aber kein Rheuma. Das war so meine Entschuldigung, ein bisschen am Anfang. Und dann irgendwann ist das aber geswitcht in, ich bin so froh, dass ich diesen Körper habe und ob ich jetzt einen Spagat kann oder nicht. So what, das macht mich nicht zu einer besseren oder schlechteren Yoga-Lehrerin. Es war aber ein Prozess. Mhm. Auch mit der Erfahrung. Ne? Ja, und das glaube ich ist es natürlich. Also wie gesagt, du siehst das, ich glaube, muss ich jetzt nochmal nachschauen in meinen Recherchen, du hast ja auch zum Beispiel als Kind, wenn du ganz, 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 ganz klein bist, hast du kein Schamgefühl. Also du hast kein Schamgefühl und am Anfang ist es so, wenn die Kinder das erste Mal mit ihrem Penis spielen oder das erste Pipi und der erste Stinker kommen, dann freuen sich die Eltern und bejubeln das und sagen, yeah, yeah. Und wenn du dann mal quasi damit spielst, sagen sie auch noch, hahaha, guck mal, wie lustig. Und irgendwann kommt der Moment, in dem deine Eltern denken, jetzt könnte es sozial wichtig sein, dass wir dem Kind sagen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Das ist nicht schön, wenn du mit deinen Fäkalien spielst. Ja, wir kacken alle in die Hose, werd mal trocken. So, also, und da kommt von Eltern, und da kommt, beginnt nämlich das mit dem Fremdschämen. Weil wir uns empathisch in die Situation der sozialen Beurteilung unserer Kinder und der anderen Menschen, wenn man keine Kinder hat, hineinversetzen. Und das ist dann quasi wie mitfühlen. Und wir sehen, was sie sind und was sie noch nicht beurteilen können. Also die Kinder können noch nicht beurteilen, dass es peinlich ist, dass die Hose nass ist, dass man sich in die Hose gemacht hat. Für die ist es einfach nur mal doof, weil die Hose nass ist. Aber da ist noch keine Scham dabei. Und das kriegen sie dann anerzogen. Dieses Gefühl ist vorher nicht da. Ich hatte aber gelesen, dass Schamgefühl ist angeboren. Stimmt das jetzt doch nicht? Die sozusagen das... das Gefühl als solches gehört ja zu den Affekten. Das ist ein Charme, ist ja ein Affekt. Und also eine zeitliche und kurze und intensive Gefühlsregung, die oft mit physiologischen Begleiterscheinungen verbunden ist.
Ah, vielen Dank für diese Erklärung. Mhm. Und wie du vorhin auch gesagt hast, meist tritt es als Reaktion auf eine äußere Situation oder so seelische Vorstellung auf. Das ist ein Effekt. Das sind so Dinge, die Flammen aufgehen weg. Flammen aufgehen weg. So, das sind diese Affekte, die wir haben. Und das ist angelegt, aber eben nicht. Die Auslöser. Genau. Und welche Stufe letztendlich, ab wann? Ne? Genau, du hast Völker auf der Welt, die tragen keine Kleidung. Ja. Die würden sich für Nacktheit nicht schämen. Also kann ja die Scham vor Nacktheit nicht angeboren sein. Ja. Wow, ja. Schön. Also toller Impuls. Und so kommt das eben, dass wir sozusagen dieses Gefühl geweckt werden durch die äußeren Reaktionen dann. Mhm. Dass dann jemand sagt, oh. Komm, wir ziehen dich schnell um. Ja. Warum? Ja, genau. Und dann wir haben 40 Grad, die Hose ist nass, ist ganz angenehm. Ja. So. Ja, dann merkt man, irgendwas stimmt nicht irgendwie. Genau. Scheint das nicht anerkannt zu sein, irgendwas scheint ich nicht richtig gemacht ich zu haben. Ich sehe an den Reaktionen der anderen, dass die vielleicht erröten, dass die plötzlich, und ich merke diese Peinlichkeit, die andere, die ich bei anderen auslösen kann. Das ist ja zum Beispiel, wenn du dann in die quasi, es gibt ja Menschen, die drauf stehen, bei anderen dieses Gefühl auszulösen. Scham? Mhm. Es gibt Menschen, die stehen darauf, bei anderen ein Schamgefühl auszulösen. Ja, also Exhibitionisten, sowas. Ja, sie hat's, genau. Ja, dankeschön. Bitte. Genau, also das ist ja etwas, was deren Reiz ausmacht, zum Beispiel auch. Dass du ja beschämt bist. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Oder wenn du eben das hast, dass Menschen entwertet werden. Ja, das ist natürlich. Das erzeugst du ja genau das. Wenn du dich demütigst und dich daran erfreust, dann magst du das ja. Also da sind wir natürlich wirklich in extrem Bereichen der Psyche für Menschen, die das mögen und es deswegen bewusst auslösen. Es geht immer darum, sich selber besser darzustellen. Ja. Ne, Macht auszuüben, Kontrolle vielleicht auszuüben. Vielleicht auch sich selbst ein gutes Gefühl zu machen, weil andere... Genau, also in der bösartigen. Und dann gibt es natürlich ganz viele Situationen. Und das war das vorhin auch mit der Arztpraxis, wo ich gesagt habe, die sind damit sehr gut umgegangen. Bei deiner Darmspiegelung. Bei meiner Darmspiegelung. Und zum Beispiel im pflegerischen Kontext hast du ganz viel mit Scham zu tun und Schamgefühlen. Und da wird es oft aufgrund der Zeit wird dem nicht richtig Rechnung getragen, dass Menschen damit umgehen müssen. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Herausforderung für Menschen, die in der Pflege tätig sind, dass sie genau hingucken, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das vielleicht erkennen, ob das jetzt jemand, vielleicht bringe ich es ins Wort, um damit umzugehen. Es ist ganz interessant, dass du das sagst. Und ich habe da auch noch ein Erlebnis, das ist total spannend, wie viele Schamerlebnisse jetzt gerade so hochkommen, je öfter ich drüber nachdenke. Und zwar, das hat auch wieder mit meinem Rheuma zu tun, ist ganz interessant. Meine Lunge musste geröntgt werden, weil ich ja ein Studienmedikament bekommen habe und da musste ausgeschlossen werden, dass ich Tuberkulose habe oder hatte. Mhm. Das kann man ja anhand von Röntgenbildern sehen. Und da musste ich also, es war in der Uniklinik, in diese Röntgenabteilung und musste mich obenrum komplett freimachen. Mhm. Da stand ich also ohne BH mit nackten Brüsten und alles, musste dann da durch diesen Raum laufen und dann die Arme da hochhalten für dieses Röntgen. Mhm. Und es war mir so unangenehm. Den allen war das pupsegal, ob wie ich aussehe und wie, also wirklich, die haben einfach nur ihre Arbeit gemacht, zack, 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 bum, 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 zack, zack, und dann war ich fertig und dann konnte ich mich wieder anziehen. Aber für mich, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, war das so, ich habe mich wirklich geschämt. Und auch da hatte ich auch ein Erlebnis, genau sowas. In der Uniklinik war das, glaube ich. Und da musste quasi das Kontrastmittel wurde anal verpasst. Und das läuft dann ja auch alles wieder raus. Kannst ja gar nicht verhindern, während du da liegst. Und das war mir auch so unendlich peinlich, dass das vor allen Dingen, dass das dann ja jemand, wobei das war ja nur das Kontrastmittel, aber trotzdem, dass das jemand wegmachen muss, fand ich fürchterlich. Ja. Also es war wirklich beschämend für mich. Und da geht's jetzt um Körper, um Körperflüssigkeiten, dass wir doch mit unserem Körper, mit unseren Hilflosigkeit, so ausgesetzt sein, so dieses Nacktsein, nicht nur in Form von nackt, sondern so bloß, so, wie du sagst, so hilflos, so präsentiert, so ungeschützt. Ne? Wow. Da sehen wir wieder, wie viele Nuancen Scham hat. Und ich spiele jetzt mal Scham. Und Schamgefühl. Ich möchte noch einmal vom Lexikon der Psychologie von Dorsch kurz zitieren. Negative Emotion, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, bestimmten Normen, Werten, Regeln oder Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein.
Und wir haben jetzt viel über körperliche über den Körper und die Scham, die mit dem Körper behaftet sind, gesprochen. Und ich fand eben diese Beschreibung so interessant, dass es, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel bestimmten Ansprüchen nicht gerecht geworden zu sein, dass man sich dann das Gefühl der Scham kommen kann und dass diese Ansprüche auch die eigenen Ansprüche sein können, die man an sich selber hat und sich dann eventuell schämt, weil man ein Ziel nicht erreicht hat oder weil man vielleicht einen Zustand nicht erreicht hat, den man sich eigentlich vorgestellt hat, dass man den erreichen will, soll, kann, muss. Oh, da habe ich ein schönes Beispiel aus meinem Leben, glaube ich. Musst du mir sagen, ob das da richtig hingehört. Ich wurde gekündigt und habe mich dafür geschämt, obwohl es gar nicht meine Schuld war, sondern wirtschaftliche Aspekte damals in der Agentur. Aber ich habe mich so geschämt auszusprechen, dass ich gekündigt wurde. Nicht, dass ich gekündigt habe, dass wir uns getrennt haben, sondern dass ich gekündigt wurde. Ich kann mir das vorstellen, du hast wahrscheinlich gesagt, ich bin gekündigt worden, weil, und man hat sofort eine Erklärung dafür. Ja. Oder? Ja, man versucht es sofort zu rechtfertigen oder abzumildern oder zu erklären, weil man Angst hat, dass man dann nochmal bewertet wird von der Person gegenüber. Oder wahrscheinlich, ne? Ja, aus der Scham heraus schuld zu sein, dass man, so wie du sagst, nicht genügt hat, dass das nicht, ja. Heute würde ich solche Sachen ganz anders bewerten. Ja. Ich glaube, es gibt ganz oft auch Stellen und Menschen, die nicht zueinander passen oder Umfelder und Menschen. Aber also ich habe sehr, 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 sehr lange gebraucht, sagen zu können, mir wurde gekündigt. Punkt. Hattest du auch das Gefühl, dass das was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht hat? Total. Also dass Scham und Selbstwert auch ganz vielleicht miteinander auf eine gewisse Art und Weise zusammenhängen, also dass wenn ich ein gutes, stabiles Selbstwertgefühl habe, dass dann vielleicht meine Schamgrenze nicht so stark ist, Schamgrenze nicht so niedrig, so ist der richtige, wie wenn ich zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl habe, dass ich mich dann vielleicht mehr schäme. Hast du darüber was gelesen, wie das zusammenhängt? Nö, ach, Talk würde mir jetzt nicht so meinen Lesestoff dazu einfallen. Also ich glaube, also ich selbst die Scham auf jeden Fall, also wenn ich mich schäme, senke ich meinen Selbstwert. Aber ich weiß nicht, ob die andere Richtung funktioniert, weißt du? Also ob ich mich schneller schäme, wenn ich ein geringes Selbstwert habe. Genau. Vielleicht, weil ich dann, wenn ich ein geringes Selbstwert habe, viel mehr im Außen bin, um eine Selbstwerterhöhung zu erreichen. Da sind wir bei den psychologischen Grundbedürfnissen. Übrigens das Monatsthema unseres Podcasts im Moment. Also bin ich ja sozusagen dabei, wenn ich versuche, meinen Selbstwert zu erhöhen, immer im Außen und in der Bewertung. Und natürlich kann es eventuell sein, dass ich dann offener bin oder mehr wahrnehme oder aufnehme. Können wir jetzt nicht klären. Können wir noch ein bisschen drüber nachdenken? Okay. Oder? Ja, okay. Denken wir mal ein bisschen drüber. Ja, weil manchmal redet man ja so weiter und irgendwann kommt man ja vielleicht nochmal dahin zurück. Mhm. Jetzt habe ich nochmal eine Frage auch, warum, beziehungsweise was ist denn daran so problematisch, sich zu schämen? Zwar kam die Frage auch von einem Zuhörer. Erstmal ist es nicht problematisch, würde ich sagen. Also in der ersten Sekunde ist es ein gutes Gefühl, um abzugleichen, bewege ich mich noch in der gesellschaftlichen Norm, in der Gesellschaft, in der ich sein möchte. Also ein schöner Satz. Meinst du, wenn... Also okay, das ist jetzt eher, wenn die Scham von außen kommt. Ne? Mhm. Also wenn jemand anders dafür sorgt, dass ich mich schäme. Manchmal kann es ja auch meine eigene Bewertung sein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so was Klassisches ausgehen, Ladendiebstahl. Okay, ganz so. Klassisch, ja. Ganz ja. Ja, für viele Jugendliche gilt es ja so als Mutprobe. Und später als Erwachsener erzählt man sich, oh, hast du auch mal was geklaut. Nein, in deinen Kreisen nicht, okay. Also, ich hatte doch keine Pubertät darin. Also, Entschuldigung. Ja. Also manche Menschen haben in ihren frühen Kindheitstagen zu alten Zeiten, das tun die heutzutage natürlich nicht mehr, so eine Mutprobe gehabt, wie mal was zu klauen.
Und für die einen ist es so, dass die sagen, ja, ich habe was mitgehen lassen. Und ich kann sagen, dass das zum Beispiel, lustig, jetzt fällt es mir nämlich ein, wäre etwas, was für mich so ein ganz krasses Schamgefühl auslöst. Und ich weiß sogar, woher es kommt. Weil, wenn du was klaust oder wenn was, ich was klauen würde, allein der Gedanke, allein daran, geht gar nicht. Der würde bei mir, und ich weiß, woher es kommt, weil wir hatten damals, wir haben auf einem kleinen Dorf gewohnt und hatten in der Straße so einen kleinen Krämerladen. Und immer wenn wir in den großen Supermärkten waren und sind danach, haben wir noch irgendwas vergessen oder so, oder die Zeitung geholt, ist meine Mama mit mir in diesen kleinen Krämerladen gegangen. Und dann hat sie da gestanden und wie es so, tatsächlich so ganz quasi filmisch ist, hat sie sich mit dem Mann über alles Mögliche unterhalten, was im Ort passiert und die Nachbarn und dann sind wir immer mit dem Laden raus und hatten halt die Sachen dabei. Und ich habe als Kleine, wirklich klein war ich, habe ich natürlich nicht den Bezahlvorgang in diesem Laden mitgekriegt, was im Supermarkt anders ist. Da gehst du in die Kasse, legst die Sachen drauf. So. Und irgendwann war es so, dass ich an diesem, da war so ein Stand mit Kaugummis und da habe ich mir halt einen Kaugummi genommen und habe den in den Mund gesteckt und habe gekaut. Und wir haben den Laden verlassen und auf einmal guckt meine Mutter mich an und sagt, was kaust du denn da? Und dann habe ich so, ja, ein Kaugummi. Also ich war ja völlig ahnungslos. Und dann hat sie gesagt, oh Gott, wo hast du den her? Hab ich gesagt, ja, den habe ich doch da genommen. Also immer noch ahnungslos. Und dann ist das quasi das Unwetter über mich hereingebrochen. Man darf nicht stehlen. Und dieser arme Mann und sein Laden. Und der ist immer so freundlich. Und jetzt geht er bankrott, weil du den Kaugummi. Nee, und dann mussten wir zurück. Und dann musste ich mich entschuldigen. Dafür, für etwas, was ich ja nicht wusste, dass es falsch war. Und das war für mich extrem beschämend, weil zum einen war natürlich mein Gerechtigkeitssinn total angefixt, weil ich gesagt habe, ey, ich habe, also so konnte ich es ja noch gar nicht verbalisieren, aber für mich hatte ich ja gar nichts falsch gemacht und dafür musste ich mich entschuldigen. Also es war eine für mich ganz schreckliche Situation und deswegen allein der Gedanke, dass aus Versehen irgendjemand sagen könnte, ich könnte was geklaut haben oder auf dem Band bei diesen Selbstkassen, ich habe irgendwas nicht... Bist du auch so einer, die scannt und dann immer hochhält? So, hallo, ich hab's gescannt. Hallo, hier, ich tue es jetzt in die Tüte. Das nicht. Aber ich habe immer den Kassenbon, weil ich sage, ich dürfte den nie vergessen, weil dann. Also tatsächlich ist zum Beispiel das Stehlen, allein der Gedanke daran, löst tiefe Schamgefühle in mir aus. Und das heißt also, dass ich ja in einer Gesellschaft, in der Stehlen en vogue wäre, wäre ich nicht gut aufgehoben. Ja. So, und dann wäre mein Schamgefühl falsch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in einer, also es sind jetzt alles überzeichnete Beispiele, aber ich würde jetzt in einer Kleingangsterfamilie leben und wir verdienen unser Geld, wäre ein bisschen blöd, mein Schamgefühl wäre dann unangebracht und könnte tatsächlich für meine Rolle in diesem Clan gefährlich sein. Und das wird doch jetzt spannend, dann das als Signallicht wahrzunehmen. Und jetzt ist die Frage, bist du, ich zeichne jetzt Anführungszeichen, bist du verkehrt oder sind die anderen verkehrt? Das ist ja das, oder keiner. Ist überhaupt jemand verkehrt? Keiner, sondern nur wir zusammen. Ja, wobei stehlen, also nur mal das Lächeln, stehlen ist nicht legal und es wird auch nicht gemacht. Okay? Nehmen wir Nudisten, Menschen, die gerne nackt sind. Ja, danke, so. Das ist, glaube ich, einfach. Ja, das ist legal. Das ist legal. Ja, wobei auch nicht, nein, du darfst nicht nackt überall durch die Einkaufszone. Nein, genau, aber es gibt ja welche Menschen, die kaufen sich sogar Flüge, in denen sie quasi nudistet, dann müssen die am Boden, müssen nur angezogen sein, dann geht die Luft, das Flugzeug in die Höhe, gibt es tatsächlich solche Reisen, dann ziehen sie sich alle aus, sind nackt im Flug und kurz vorm Landen müssen sie sich wieder anziehen, weil es das Gesetz wieder verlangt und dann so. Also es gibt was du alles weißt. Ja, also, du nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt. So, also. Und ich möchte diese Menschen auch nicht dadurch mein Lachen jetzt gerade irgendwie beschämen oder sagen, dass was komisch ist, sondern die fühlen sich wohl, wenn sie ohne Kleidung reisen. Ja, soll jeder machen, wie er mag. Also das ist, ne? Ja, du guckst gerade so, es tut mir leid. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich gucke, wie ich gucke. Also nein, das ist, ich habe mir da nie... Also, und wenn du dann ein Schamgefühl hast... Das dir sagt, ich möchte gerne angezogen sein, hast du wieder in dieser Gesellschaft mit deinem Schamgefühl ein Problem. Genau. So. Richtig gefährlich wird es mit Schamgefühl, weil ich vorhin ja gesagt habe, das ist ein gefährliches Gefühl. Mhm. Weil gerade im Kontakt mit anderen ist es so, dass ich mich klein fühle, schwach fühle und erniedrigt fühle. Und wenn ich diesen Gefühlen zu lange ausgesetzt bin, dann führt das dazu, dass mich das bitter macht,
dass ich selbst wenig Empathie empfinden kann und dass die Wut wächst. Und aus der Wut können Rache und Vergeltung wachsen. Und wenn wir jetzt an ein, zwei Krisenherde in dieser Welt denken, können wir sehen, dass Scham, Beschämung sehr viel damit zu tun hat, dass es unschöne Auseinandersetzungen gab. Und da hast du es dann im ganz Großen. Mhm. Und so hast du es aber auch im Kleinen, wenn du zum Beispiel jemand bist, der viel gedrängselt wurde, also drangsaliert wurde, gemobbt gequält, wurde. Gemobbt. Mhm. Dann hast du plötzlich diese Schulattentate zum Beispiel. Das ist das, was daraus entsteht oder entstehen kann. Wenn du dieses Gefühl von, ich bin klein, schwach, nichts wert, da haben wir den Selbstwert, und werde von den anderen so geächtet. Also wenn meine Scham mich in so ein krasses Gefühlswelt bringt, dauerhaft, eben nicht mal kurz, ups, ein kurzes Erröten, sondern tatsächlich dieses Erniedrigtwerden, was man auch über Guantanamo gehört hat, über die Gefängnislager, wo die Menschen wirklich ja mit den schlimmsten Dingen gefoltert werden, verbal wie körperlich, wo es um Erniedrigung, um Nacktheit, um keine Toiletten und geht, wo du die Menschen hinzwingst, dann da hast du dann, dass daraus ganz andere Gefühle erwachsen und die richten sich irgendwann gegen den oder das, das dich in diese Situation bringt, dass du dich damit aller Macht dagegen wehren willst. Was für ein verheerender Kreislauf und wie wichtig es ist, Gefühle wahrzunehmen und dass man Menschen in seinem Umfeld hat oder auch Fachleute. Also dass man sich da wirklich an jemanden wendet, wenn man merkt, boah, da ist ein Gefühl, mit dem komme ich jetzt alleine auch nicht mehr zurecht. Und das erstmal zu benennen, erstmal wahrzunehmen, was fühle ich denn da überhaupt? Ist es wirklich Wut? Wo kommt denn die Wut her? Mhm. Ja, was erinnere ich mich an irgendwelche Aussagen? Ich meine, wir sehen das ja gerade in unserem Gespräch. Mir fallen immer mehr Situationen ein, wo ich Scham empfunden habe. Und auch du, dir fällt immer noch mal was ein, wo wir schon in unserem Leben Scham empfunden haben. Und wenn man dann so ein bisschen das wieder als Signallicht sieht und da auch wirklich hinguckt und sich dann auch vielleicht rechtzeitig Hilfe sucht. Und da möchte ich vielleicht eine Sache zu sagen. Ich kriege das ja in der Apotheke auch oft mit. Und ich weiß ja auch selbst, wie schwierig das ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich kann da aber wirklich nur ermutigen, da dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht ein paar Monate dauert oder auch andere Hilfestellen in Anspruch zu nehmen, nicht hinzunehmen mit, oh, jetzt, ich bin jetzt aber schon lange traurig oder ich merke, ich habe ein Problem, ich habe ein Gefühl, mit dem ich nicht umgehen kann, sondern da wirklich dran zu bleiben und sich Hilfe zu suchen bei einem Therapeuten, der einen dann da begleitet, dass man einfach lernt, damit umzugehen, denn das ist doch das Einzige, was wir haben hier, das Leben. Mhm. Und wie wollen wir denn das Leben verbringen mit Gefühlen, die wir wegdrücken und nicht umgehen können, sondern wir möchten doch ja liebevoll, kraftvoll miteinander umgehen und auch unser eigenes Leben gestalten. Ja. Gute Nacht. Wieso gute Nacht? Das war so ein schönes Schlusswort. Nein, ist noch kein Schlusswort. Was ich nochmal wichtig finde, ist, während ich dir gerade zugehört habe, es gibt nochmal einen wichtigen Unterschied und manchmal wird das vermischt und ich glaube, als ich gerade so nachgedacht habe, während du gesprochen hast, ist bei denen, ich habe ja gesagt, es gibt so zwei Dinge, bei denen ich mich schäme heute noch und ich glaube, das eine ist Scham und das andere ist Schuld. Und es sind zum Beispiel gravierende Dinge, Unterschiede zwischen Schuld und Scham, obwohl sie oft in enger Verbindung gebracht werden. Ich denke drüber nach. Ja. Wenn ich mich schuldig wegen etwas fühle, kann ich mich dessen schämen. Wenn ich mich schäme, bin ich nicht automatisch schuldig. Genau. Und der Unterschied vor allen Dingen ist, bei der Schuld ist es so, dass ich etwas Schlechtes, Dummes getan habe. Und die Scham sagt mir als Gefühl, und das ist deswegen, ist sie so umso schwieriger oder schlechter, die Scham sagt mir, ich bin schlecht, ich bin dumm. Und das ist der Unterschied. Das eine ist, die Schuld ist etwas, dass ich etwas getan habe, also eine Handlung. Und das andere sind Dinge, die ich teilweise meinem Wesenszug zurechne vom Gefühl her. Und wenn ich sage, ich bin schuldig, dann habe ich ja ein Stück weit die Möglichkeit, da Verantwortung für zu übernehmen. Vielleicht kann ich was gut machen, vielleicht kann ich daraus lernen und in Zukunft Sachen besser machen. Mhm. Vielleicht kann ich ja
einfach, dass ich schon mal allein sage, ich bin schuldig, ich habe was falsch gemacht. Das ist ja auch schon mal der erste Schritt, das wahrzunehmen und dann Verantwortung zu übernehmen. Während wenn man sagt, ich schäme mich, also wie willst du denn da jetzt im ersten Moment rauskommen? Mhm. Das ist dann da, das Gefühl. Mhm. Und zwar voll. Und es ist auch, die Forschenden sagen aktuell, es gibt, der Stand der Forschung ist sehr schwach tatsächlich. Sie versuchen sich immer wieder anzunähern. Es ist sehr schwierig, dem Gefühl der Scham so auf die Spur zu kommen. Aber sie sagen von den quasi Ausprägungen her, ist es mit das stärkste Gefühl überhaupt, das wir haben. Und das ist natürlich fies, wenn es dich jedes Mal so weg, und das siehst du natürlich auch an diesen Körperreaktionen, wenn es dich so wegschwemmt. Und, hätte ich auch nicht gedacht. Also es überrascht mich heute sehr, diese Sendung, wie viel Schamgefühl ich schon in meinem Leben empfunden habe, was mir da gerade alles einfällt. Und auch, dass es eines der stärksten Gefühle ist. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es manchmal wie verschleiert oder maskiert vielleicht daherkommt, oder? In Form von Wut, hast du ja schon gerade diesen Teufelskreis beschrieben. Mhm. Oder auch vielleicht, ich hatte mir das aufgeschrieben, die Schamfamilien. So wurde es genannt, Verlegenheit, Befangenheit, Schüchternheit, Peinlichkeit, Kränkung, Schmach, Minderwertigkeitsgefühl stand da tatsächlich auch dabei, dass das auch was mit Scham zu tun haben kann. Mhm. Scham ist ja auch schön, ich habe mir dann die Herkunft des Wortes, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich habe jetzt leider nicht die Sprache, aber Scam von Kamm und das heißt zudecken, verschleiern. Also aus dem Bereich kommt die Scham. Das heißt, wir wollen etwas verdecken, verschleiern. Womit wir dann wieder im Schambereich sind. Genitalien genau. Wollen verdecken, wir verstecken, verschleiern. Genau. Ja. Scham. Ich gucke gerade, weil ich hatte das, was du gerade gesagt hast mit den Masken. Es gibt tatsächlich auch einen Artikel, der hieß lustigerweise Die Masken der Scham. Mhm. Den habe ich nicht gelesen. Kam mir nur so. weil es... Ja, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr stelle ich eben fest, oh, Scham ist vielleicht doch öfters da, als man denkt. Ja. Heute schon entschämt? Was ist denn entschämt? Ja, genau, das gibt's nicht, aber entschuldigen kann ich mich. Spannend. Ja, entschämen gibt's nicht. Nee. Wenn ich Schuld habe, kann ich es entschuldigen. Tut mir leid, Entschuldigung. Aber ich kann mich nicht entschämen. Vielleicht sollten wir das Wort einführen, wenn es so einfach wäre. Entschäme mich. Ich entschäme mich hiermit. Genau, alles wieder gut. Wir hatten auch gerade noch darüber gesprochen, einen ganz interessanten Satz, der uns hier begegnet ist noch, ist, dass man, also zum Beispiel bei Schuld hat man eine Erleichterung, wenn man darüber spricht, bei Scham vergrößert sich das Gefühl ganz oft erst. Wenn man sich selber reden hört, kann es ja einen ganz interessanten Effekt haben. Manchmal ist man was los, wie du gerade sagst, bei Schuld, boah, ich habe bis von der Seele geredet, man fühlt sich vielleicht leichter oder hat auch so die Schuld geteilt, weil man sie erzählt hat. Aber bei Scham wahrscheinlich, fühlt man dann eher nochmal die Scham, wenn man es laut ausspricht. Und da ist es ja auch wieder interessant, was es in einem anstößt. Also was für inneren Normen, Werte, Regeln oder Ansprüchen bin ich nicht gerecht geworden? Weil man selber kann ja auch in sich selbst, also für seine eigene Scham, der Auslöser sein. Weil man sich selbst vielleicht zu hohe Ansprüche stellt, die man nicht erreicht. Und dann sich vor sich selber im Prinzip schämt und dadurch nicht gut fühlt. Ah, da habe ich immer das Beispiel, dass ich lange Zeit, wenn ich auf einer Party war und danach lag ich in meinem Bett und habe mich geschämt, weil ich gedacht habe, habe ich zu viel geredet, habe ich das Falsche geredet, wie habe ich mich denn dargestellt, was habe ich denn da gesagt? Ja, stimmt, total massiv früher auf Partys. Hast du dich richtig geschämt dann? Ich glaube, das vielleicht ist das Gegenteil oder das, was das Schämen wieder aufhebt, ist Verzeihen, sich selbst verzeihen. Auf der anderen Seite, man hat ja nichts getan. Genau. Sondern man hat ja vielleicht selber nur eigene Werte, Normen aufgestellt, die nicht erreichbar waren oder die einfach Quatsch waren. Genau, also ich glaube, das ist das, nicht dieses Verzeihen, sondern erkennen, dass es nichts ist, wofür ich mich schämen muss. Für was muss ich mich denn schämen? Ja, das kommt drauf an, da sind wir wieder bei, lebe ich bei Nudisten oder lebe ich nicht bei Nudisten? Mhm. Also das kommt eben auf mein soziales Umfeld an, zum einen, damit ich, das war ja das, glaube ich, was du am Anfang eigentlich sagen wolltest, was ja immer so dein Sippe, also die... Ja. Ich
bietet von der Steinzeit, den Raum. Genau. Von der Steinzeit, wenn ich da in meiner Sippe mich nicht den Normen, Werten oder Regeln entsprechend verhalte, kann das ja lebensbedrohlich sein, wenn ich aus der Sippe ausgeschlossen werde. Und da ist Scham ja vielleicht auch kein schlechtes Gefühl. Also genau, es ist da tatsächlich ein Signallicht, ein Warnlicht für Achtung, Achtung, wenn du so weitermachst, wirst du ausgestoßen. Ich glaube auch ganz viel Scham sozusagen im positiven Sinne haben wir damit, dass wir uns an Regeln halten. Also, dass wir uns nicht einfach nehmen, was wir wollen. Weil man, Diebstahl, man stiehlt nicht. Genau, man stiehlt nicht, Punkt. Man bringt niemanden um, man greift sich nicht einfach seine SexualpartnerInnen ab. Also es gibt so viele Dinge, ich flirte nicht den Mann meiner besten Freundin an. Also es gibt viele Dinge, die uns gemeinsam helfen, in der sozialen Interaktion gut miteinander zu sein, weil es sofort diese kleinen Impulse gibt von Scham. Nicht richtig. Ist das Scham, was dann kommt? Sind es die kleinen Impulse von, man würde sich schämen, wenn man jetzt was klaut? Oder bei mir ja. Ja, bei dir ja. Aber was könnte das noch für ein, also was, ich überlege jetzt gerade, ist es da wirklich die Scham? Oder wenn du jetzt sagst, ich flirte nicht den Mann meiner Freundin an, ist das Scham, die mich abhält, das zu machen? Naja, und im besten Fall auch nicht die Freundschaft. Die Freundschaft? Puh, ja. Auch. Also weißt du, was ich gerade überlege, also ich mache das ja nicht, weil ich dann eventuell, wenn ich das machen würde, mich danach dann schäme. Doch, sondern also das ist die Frage, ob dieses Gefühl der Scham so groß ist, dass es quasi noch gar nicht da sein muss. Aber ich weiß, dass ich es kriege. Das genau. Meine ich. Wenn jemand anders das sieht, wie ich mit Jens flirte, dann dass dann jemand, dass ich dann sage, oh, wie, also dafür muss ich mich schämen, dass ich das gemacht habe. Ja. Ja, ich überlege gerade. So, also vielleicht, das sind ja alles nur. Das sind Überlegungen gerade. Überlegungen, also genau. Ein großes Gefühl, wirklich. Ja, völlig. Und wie gesagt, ich glaube es eben, wenn du sagst, okay, es geht ja von Peinlichkeit oder Verlegenheit schon los. Das sind die ersten kleinen von der Skala quasi ganz unten, Schamgefühle. Dann ist das auf jeden Fall, gehört das dazu. Und es hilft uns in unserer gesellschaftlichen Sippe zurechtzufinden und zu bewegen, weil ich weiß, was ist da angebracht und was ist woanders nicht angebracht. Das Interessante ist ja zum Beispiel, dass Frauen- und Männerbünde und Männerbünde verbinden sich über Scham. Ganz spannend. Ja, jetzt. Wie machen die das? Ich habe ein fragendes Gesicht. Du hast ein fragendes Gesicht. Also zum Beispiel Frauennetzwerke. Frauennetzwerke funktionieren oft so. Frauen haben ein gemeinsames Thema, ein Interesse, ein Anliegen. Und wir reden darüber, tauschen uns aus. Ja, tun sich zusammen, um das zu lösen. Genau. Also wir kümmern uns um die armen Nachbarn, das Haus, das abgebrannt ist, wir beschaffen Möbel, wir wollen andere Frauen stärken. Also wir haben eine Sachebene, eine Themenebene und an der arbeiten wir oder wir stricken gemeinsam oder sowas. Ja? Männerbünde, also wirklich in ihrem Ursprung her, sind so, die treffen sich, die saufen, die gehen zusammen im Puff, die gehen in den Wald, die springen nackt von der Sauna in Eispool. Also die haben viel, die stehen schon allein auf der Toilette, die stehen nebeneinander und pinkeln. Das machen wir Frauen nicht, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben. Also wir können im Stehen nicht pinkeln, das wird eher schwierig. Genau. Wegen der Kleidung, aber jetzt mal das beiseite. Liegt das daran, dass die das nicht anerzogen bekommen haben, sich zu schämen? Nee, das verbindet sie ja gleich mehr. Wenn, weißt du, also bei uns wird diese Distanz behalten und gewahrt. Und bei Männern ist es so, dass das über das, was eigentlich schamhaft ist, was die miteinander erleben und dass sie darüber schweigen, ist ja genau der Punkt, der dann, also sie kommen ja nicht aus der Toilette raus und kichern und sagen, wenn du dich gesehen hättest. So. Mhm. Würden wir das machen, wir Frauen? Wenn wir es gesehen haben? Ich wäre mir nicht sicher. Mhm. Und ja, woran liegt denn das? Warum sind wir denn dann doch so unterschiedlich? Keine Ahnung, weil wir unterschiedlich erzogen wurden, zum Beispiel. Ich glaube, das, also generell ist es auch jetzt, tatsächlich so, ja. Geschlechtsbezogen, Scham. Frauen schämen sich mehr, deutlich mehr. Die haben ja auch die Schamlippen. Genau, die aber ja. Tatsächlich. Und die Männer finden mehr Scham, das ist so ein bisschen wie bei den Indonesiern, wenn es um Rangordnungsthemen gibt. Und die Frauen eher bei Beziehung zu anderen Menschen. Liegt das an unserem Selbstwertgefühl, dass Frauen im Schnitt jetzt ein schwächeres Selbstwertgefühl haben? Wie kommst du darauf, dass Frauen ein schlechteres oder schwächeres Selbstwertgefühl haben?
Weil zum Beispiel, wir hatten das am Anfang, wenn man jetzt ein Lob ausgesprochen bekommt, dass man vielleicht ein bisschen verlegen ist, anstatt das einfach anzunehmen, weil ja, man sieht toll aus, sondern das hat ja schon was mit Selbstwert zu tun, oder? Ja, nicht? Aber ich habe keine Erfahrungswerte, wie das bei Männern und Komplimenten ist. Die machen sich vielleicht nicht so oft Komplimente. Genau. Und kriegen vielleicht nicht so oft Komplimente. Oh je, deswegen kann ich das da nicht ableiten. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich, dass da ganz viel noch in unserer Erziehung, in unserer Kultur liegt. Da wäre jetzt meine Frage, haben wir Frauen das früher auch gemacht? Also so, wenn ich jetzt ans Mittelalter denke, gab es da nicht vielleicht auch Frauenbünde, die nackt ums Feuer getanzt sind? Die wurden vielleicht alle verbrannt, weil es Hexen sind. Ist das so zu erklären? Ja, wir haben es nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht? Haben wir nicht gemacht, okay. Also nicht die in unseren, glaube ich, Kulturkreisen, weil da hatten Frauen andere Rollen. Ich glaube zwar, dass es da andere Schamgrenzen gab, sozusagen, also dass es da durchaus körperlicher zuging in vielen Dingen, aber das gab es nicht. Und die Männerbünde, ich war bei einer Netzwerkforscherin und die hat wirklich hat gesagt, das ist das, was die Männer auch zusammenschweißt, dass sie diese Schamgrenzen gemeinsam überwinden. Und das schafft einen Verbindungsgrad. Und und dann sagen die irgendwann so ungefähr, naja, jetzt können wir mal was Vernünftiges machen. Also auch Männerbünde bringen viel Gutes hervor, so soll es nicht sein. Und auch nicht alle Männerbünde gehen im Puff, auch an dieser Stelle. Aber tatsächlich ist ja auch so oft, wenn du diese Skandale hast, die dann plötzlich aufgedeckt werden. Ich habe noch von keinem Skandal gehört, dass es heißt, Vorstandschefinnen haben sich die Chippendales zum Anfassen gemietet für 3 Tage, während sie die großen Deals ausgehandelt haben. Wohingegen man das von Männern schon öfter gehört hat, also als Tatsache, was passiert ist. Mhm. Und das ist schon, also ich glaube, dass bis Frauen auf die Idee kommen würden, zu einem coolen Event hole ich mir ein paar Männer. Also straft mich Lügen, vielleicht passiert das auch, aber dann halten sie es besser für sich. Scham, das ist heute unser Thema und nimmt doch einen ganz interessanten Verlauf, finde ich. Doch immer wieder überraschend aufs Neue. Mhm. Und du hast kurzzeitig noch mal ein bisschen recherchiert, woher diese Begriffe kamen. Ne? Schamlippe, Schambein, Schamhaar. Ja. Die Kirche. Die Kirche hat diese Begriffe aufgebracht. Und eigentlich hatte ich recherchiert, lustigerweise du, die Schamanin. Also müssen wir. Hat aber nichts damit zu tun. Genau, und mir ging es darum, ein anderes Begriff für Schambein oder Schamlippen. Und da war ganz einfach, naja, warum nennen wir es nicht Vulvalippen? Also so naheliegend es ist, so gut ist es. Und dann war eben, dass der Begriff Scham aus der Kirche kommt. Das hatte ich vorher gar nicht recherchiert. Jetzt bin ich schon wieder in dem Artikel zu weit drüber hinweg gehuscht. Schambein im Lateinischen heißt ja, ich habe es auch nochmal geguckt, os pubis. Wie? Os pubis. Schambein. Ich weiß jetzt nicht, aber ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, weißt du, kann ich weiter im Yoga-Unterricht Schambein sagen? Da weiß jeder was. Also ist das Wort wirklich ein Problem in dem Sinne? Oder mache ich dann erst ein Problem daraus? Wer ist mit Venushügel? Ja, aber ich habe ja auch Männer in meinem Yoga-Kurs. Die haben doch auch einen Venushügel. Schambein. Die haben die. Okay. Hast du eine Venus? Boah, jetzt wären wir aber interessant hier. Also da ist noch Recherchebedarf, glaube ich. Ja, nein. Also ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob Schambein als solches eine Schwierigkeit dasteht. Ich benutze es erstmal weiter, habe ich gerade beschlossen. Ja, aber ich würde zum Beispiel das Wort Schamlippen nicht mehr benutzen. Und das benutze ich im Yoga-Unterricht auch tatsächlich eher nicht. Es hätte mich jetzt auch interessiert, in welchem Kontext du das Wort Vulvalippe in deinem Yoga-Unterricht. Und ich wüsste jetzt mal gern, wer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht gerade einen leicht roten Kopf bekommt. Ja, oder vielleicht so ein bisschen eine Fremdschämen. Ja. Sich vielleicht für das schämt, was wir hier gerade erzählen. Oder vielleicht auch selber wahrnimmt, boah ja, damit habe ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Und interessant, das ruft jetzt ein Gefühl von Scham in mir hoch, obwohl eigentlich ja gar nichts passiert ist. Mhm. Ne?
bestimmt auch eine spannende Beobachtung. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du da, wenn du zum Beispiel wieder, wenn wir bei Teenagern oder Kindern sind, die haben das ja, ich weiß noch, wenn zum Beispiel, als ich das erste Mal einen Film geguckt habe, meine Eltern waren im Raum und da hat sich jemand geküsst. Hast du weggeguckt? Oh, das war so peinlich. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ganz lange, warum ist das denn eigentlich peinlich? Warum ist es peinlich, wenn wir zum Beispiel im Raum mit unseren Eltern sind und da küsst sich jemand? Und warum ist das peinlich? Hättest du eine Theorie dazu? Theorie. Hirn, denk nach. Ist schon spät. Warum ist es vielleicht, weil man sich schämt davor, wenn man das dann irgendwann selber mal macht? Aber macht man es ja? Nee, ich weiß nicht, Sandra. Bevor ich jetzt also ich habe verschiedene Ansätze. Ich habe einmal die Theorie, dass es sich, also wir sind ja quasi Voyeure in dem Moment. Also wir schauen Menschen bei einem intimen Moment zu, auch wenn es im Film sozusagen ja gewollt ist, dass wir diesen Menschen im intimen Moment zuschauen. Also das ist das eine, dass ich nicht gewohnt bin, mit Eltern gemeinsam intime Momente anderer Menschen zu beobachten. Müssen da die Eltern im Raum sein oder reicht es, wenn auch andere Menschen dabei sind? Das kommt dann wahrscheinlich wieder vom persönlichen Schamgefühl, ist das wieder abhängig. Ja, weil schlüssig. Manche Menschen gucken zusammen Pornos. Andere nicht. Genau, so. Und die andere Theorie, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung. Dass ich kurz, jetzt war gerade mit den Eltern. Oder? Ah, und dass vielleicht die Eltern erkennen können, dass das Gefühl, das Zuschauen des intimen Momentes bei mir was auslöst. Wow, ich meine, sowas denkt man ja in Nein, das Moment fühlt man. Nicht, ne? Das ist ja, also wir reden doch über Gefühle. Sofort, zack, bumm, ist es da, ne? Genau. Also vielleicht ist es so, dass ich sozusagen denke, und dann mich dafür schäme, dass ich denke, weil das und meine das Eltern das sehen könnten. Nicht. Okay. Oder dass ich eben ein Gefühl vielleicht der sexuellen Erregung vor meinen Eltern nicht haben will. So, weil für mich Sexualität und Eltern nicht, auch da wird es unterschiedliche Eltern und unterschiedliche Kinder-Elternpaarungen geben, die damit vollkommen frei sind. Aber vielleicht ist es für mich merkwürdig, damit umzugehen. Heute sind wir ganz schamlos. Oder behaftet. Oder alles oder nichts. Wir haben festgestellt, wir haben unterschiedliche Vorlieben, was Saunieren betrifft und was nicht mit der Temperatur in den Räumen zu tun hat. Vielen Dank, dass wir das jetzt gerade während die Musik lief hier im Privaten besprochen haben und du das 2 Sekunden später jetzt der Öffentlichkeit Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir unterschiedliche Ansichten haben. Ja, ich gehe nicht gerne in die Sauna. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Ist jetzt zu spät. Und das finde ich auch ich total legitim. Ich schäme mich da aber nicht für. Deswegen genau. Kann ich es auch sagen. Also wenn ich mich jetzt dafür geschämt hätte, dass ich jetzt nicht gerne in die Sauna gehe, dann wäre ich wahrscheinlich entweder jetzt rot angelaufen. Es geht, ich bin habe ein bisschen rote Backen, aber es liegt daran, was hier warm ist. Das ist so das eine. Und das andere, dann hätte ich nichts gesagt. Ne? Das stimmt. Ja, und ich finde, dass das auch, also ich sag immer, das wollte ich gerade sagen, noch während die Musik lief, dann hat mir der Kopfhörer schon auf. Mein Traum wäre ja so ein kleines Tiny House, in dem sich eine Sauna und ein Laufband befindet. Für mich ganz alleine. Also vielleicht für 2 Leute. Das wäre so mein Wunsch. Freunde von uns, die haben einen sehr zugewachsenen, wunderschönen Garten, haben sich da eine unglaublich schöne Sauna reingebaut mit einer kompletten Glasfront in den Garten hinein, weil der gar nicht einsehbar ist. Also sie können in der Sauna sitzen und können ihren schönen großen Garten betrachten und wahrscheinlich im Winter, keine Ahnung, irgendwelche Tiere und Herbst und so, die da vorbeihuschen. Da habe ich gedacht, das wäre genau meins. Das finde ich so schön. Du sitzt quasi mitten im Grünen, kannst saunieren in völliger Ruhe und Stille, weil ich finde tatsächlich, ich mag die Kombination aus Wärme sehr und diesem Runterkommen. Ich mag diesen Wechsel zwischen, dass du diese warm und auch körperlich anstrengend, dann dieses Abkühlen, dann die Ruhephase dazwischen, ein Fußbad. Also so dieser ganze Vorgang, ich hatte früher mit einer Freundin, sind wir wirklich jeden Montag in die Sauna gegangen. Es gab ein Hotel in Hanau, da konnte man unten in die Sauna gehen. Es geht leider nicht mehr. Und das war schön, weil das war ein sehr überschaubarer Rahmen. Eigentlich waren jeden Montag die gleichen Leute da, also man kannte sich sowieso schon. Und das war tiefenentspannt und das war wirklich schön. Und ich merke in letzter Zeit, jetzt gerade bei dem kalten, isseligen Wetter, dass ich fast jeden Tag und Wochenende denke, ich hätte echt Bock auf Sauna, aber keiner geht mit mir. Ja, also. Um es mal ein bisschen zusammenzufassen, jetzt von der Sauna wieder zurück zum Schamgefühl. Wir haben besprochen, dass es verschiedene Körperbereiche gibt, die mit dem Wort Scham beschrieben werden. Dann haben wir und das nicht sollten.
und das nicht sollten. Wir haben darüber gesprochen, dass Scham eine körperliche Reaktion ausüben kann, die ja ähnlich wie Stress und Gefahr ist, also Blutdruck geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, Gesichtsröte steigt an, dass die je nach Reizschwelle unterschiedlich ist und auch je nach Hauttyp unterschiedlich sichtbar ist, dass Scham in der Gruppe ausgelöst werden kann, in der ich mich bewege, dass ich mir aber auch selber dieses Gefühl der Scham erschaffen kann, weil ich mir selber Ansprüche an mich habe, die ich nicht erfüllen kann, dass es viele Schamfamilienworte gibt, wie Verlegenheit, Befangenheit, Schüchternheit, Peinlichkeit, Kränkung, Schmach, Minderwertigkeitsgefühl und dass Scham maskiert sein kann, dass man es vielleicht erst gar nicht als Scham wahrnimmt, dass Scham angeboren ist, das Gefühl angeboren ist. Es ist aber strittig tatsächlich in der Forschung noch. Also man stellt fest, es ist, also es gibt das, dieses Gefühl, aber also eben. Vielleicht diesen chemischen Prozess genau. Des Gefühls, vielleicht sagen wir es so, ja. Aber wann der getriggert und ausgelöst wird, das scheint sich anscheinend während der Erziehung und während dem Umfeld, in dem man lebt, erst zu entwickeln. So, haben wir das und wir jetzt? Und wir haben festgestellt, dass sich das entwickelt durch Bewertung, auch durch die eigene Bewertung. Also, dass wir Gefühle, und die wir früher als schamhaft wahrgenommen haben oder schambehaftet, es teilweise gar nicht mehr sind. Wir haben festgestellt, dass man anscheinend in jüngeren Jahren viel mehr Scham empfindet als in eher gereifteren Jahren? Weil man vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man sich schämt, dass es oft keinen Grund zum Schämen gibt, weil man es vielleicht neu bewertet, weil man sich vielleicht auch neu sieht und auch selber andere Erfahrungen gemacht hat. Genauso wie mit dem Pupsen im Yoga, jeder tut's. Also ist es schon gar keine schambehaftete Situation mehr, weil es eine gewisse Normalität bekommt. Man könnte es vergleichen mit so einer Desensibilisierung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo man in, also zum Beispiel auch soziale Ängste und so, das ist, hat ja auch was mit, ich schäme mich, ich habe Angst vor Situationen, in denen ich in sozialen Situationen bloßgestellt werden könnte, ich stolper, was weiß ich was. Und da ist es ja eben dieses, ein Therapieansatz, du musst rausgehen und musst erleben, dass das nicht passiert. Und dass selbst wenn was passiert, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das ist, glaube ich, genauso mit dem Schamgefühl zu erfahren, ich tue etwas immer wieder, zum Beispiel ich habe vorher keine Sauna oder kein FKK gemacht und wenn ich da 200 Mal bin, dann quasi in Anführungsstrichen bin ich abgestumpft vom nackten Körper, also und empfinde gar kein Schamgefühl mehr, weil ja alle nackt sind und weil das ein gewohnter Anblick ist. Und sich dann dieses die Schamschwelle, Schamgrenze verschiebt, verändert einfach. Ja. Oder du siehst es zum Beispiel, ich finde sowas Kleinliches wie, ich weiß nicht, also zum Beispiel Rülpsen oder Pupsen auch in einer Beziehung oder in der Familie. Da ist es eher mal, also manche Jugendliche können das zu Hause, lassen das ordentlich nicht raus. Nur die Jugendlichen. Aber die wissen zum Beispiel, dass sie, wenn sie sich in einer Gesellschaft befinden, außerhalb, dass sie es nicht tun. Und würden sich da dann eher dafür schämen, wenn ihnen das passiert. Und das ist ja auch lustig, dass auch da das Schamgefühl vollkommen unterschiedlich ist, weil du hast jeweils externe Personen dabei, aber das eine ist deine Familie und das andere sind andere. Oder zum Beispiel, ich komme meistens heim und wir haben ja Haustiere auch. Und aber ich war vorher auch schon, aber vor allen Dingen, weil wir Haustiere haben und ich habe Hausklamotten. Das heißt, mein erstes ist heimkommen, Schmuck ab, mögliche Haarsachen, die ich drin habe, raus. Und dann werfe ich mich in meine Hausklamotten. Und ich gebe zu, auch gerne ohne BH. Einfach Freiheit. Wenn es dann aber klingelt und dann steht da jemand oder meine Tochter bekommt Besuch und ich bin also in vielleicht Klamotten, die von oben bis unten mit weißen Hundehaaren voll sind, vielleicht noch die eine oder andere Loch haben, weil die Katze sich reingekrallt hat und dann noch ohne BH und dann kommt jemand vorbei, der spontan uns mal besuchen will. Und schämst du dich? Ja, dann fühle ich mich sehr unwohl. Schämt sich dann deine Tochter für dich? Gar nicht. Okay, der ist es egal. Gar nicht, völlig. Das ist völlig egal. Aber ich mich und ihr. Meistens versuche ich mich dann schnell mal irgendwo hinzubegeben, um zumindest die Strickjacke zu wechseln oder irgendwas, also und Unterwäsche wieder vollständig anzuziehen. Also dass ich sage, da entspreche ich wieder mehr der Norm. Und das ist lustig, weil zu Hause, wenn es ja nur wir sind, schäme ich mich ja nicht dafür, dass ich so rumlaufe. Auch ein schönes Zeichen dafür, dass das
wie so ein sicherer Hafen ist, dass das auch Menschen sind, vor denen ich mich nicht so schämen muss. Da kann ich sein, wie ich bin, mit BH oder ohne BH, weil man geliebt wird wegen seiner Person, seinem Menschenmesse und nicht seinem Körper. Vielleicht ist es das auch so ein bisschen. Und was? Du hast ja vorhin auch von deiner Erkrankung gesprochen. Was ich auch glaube oder erlebt habe, selbst persönlich, es gibt Momente, in denen es dir so schlecht geht, dass auch die Scham keine Rolle mehr spielt. In dem Ausmaß. Weil du was anderes im Vordergrund steht, dass dir geholfen wird, dass du Schmerzen hast, ja. dass dir das in dem Moment nicht so eine Rolle spielt. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja, also ich weiß zum Beispiel auch bei mir, es gab Momente, da hatte ich ja diese, habe ich ja schon erzählt, dass ich sehr viel Blut verloren habe. Und das war quasi im gynäkologischen Bereich. Und normalerweise ist das schon etwas, mache ich jetzt nicht jeden Tag so, dass irgendwelche Menschen mir irgendwo hineinschauen. Ja. Und ich kann dir sagen, da war mir das in dem Moment völlig egal, weil es war eine absolute Notsituation und ich wollte, dass mir jemand hilft. Ja. Da war das Schamgefühl nicht so präsent. Weil es um Leben und Tod geht. Genau. Dass der Körper das dann so ausschalten kann, auch spannend. Interessant, dass der dann kapiert, also jetzt ist Scham nicht das richtige Gefühl, weil es geht hier jetzt um Leben und Tod. Mhm. Wenn was anderes eine Priorität hat, genau. Ja. Ich fand sehr schön auch den Hinweis noch, also erstens für normale Scham soll man sich nicht schämen, das ist wichtig. Jetzt gönnt man ja, was ist normale Scham? Ja, aber so, dass man sich mal verleinlich und verlegen fühlt und so. Das sind so diese kleinen Dinge. Charms quasi. Genau, und das alles sollte man sich gar keine Gedanken machen. Ich fand sehr schön. Entschuldigung, darf ich da nochmal drüber reden? Ja. Das ist doch vielleicht auch ein Ausstieg aus der Scham. Dass man, wenn man so merkt, wenn man ein Thema hat, immer bei einer Situation schämt man sich. Mhm. Dass man vielleicht anfängt mit seinem Wording und sagt, boah, ich fühle mich jetzt aber ein bisschen verlegen. Oder dass man, ach, das ist mir jetzt aber ein bisschen peinlich, dass man nicht das Wort Scham wählt, sondern versucht, so diese Schwächeren zu nehmen. Ja, nur so schöne, als spontane Idee. Eine sehr schöne Idee, weil man sich dann auch vielleicht nicht so verurteilt. Und eben, wenn man so merkt, man hat damit tatsächlich ein Problem, hineinzugehen, in sich dem zu stellen und zu erleben, es ist gar nicht schlimm. Also teilweise wird wirklich in Therapien dann auch peinliche Situationen hergestellt, dass man dann plötzlich irgendwo sich hinstellen soll und singen, damit man erlebt, auch danach ist die Welt nicht untergegangen. Auch wenn man vielleicht jetzt, weil es kann ja sein, dass man tatsächlich nicht schön singt und wenn man dann ausgelacht wird, das auszuhalten. Genau, und sehen, am nächsten Morgen stehe ich auf und die Welt ist trotzdem noch da und kein Mensch interessiert es. Also dass es tatsächlich auch um solche Dinge geht zu erleben, das Empfinden war überlebbar und auch das Erlebnis war überlebbar. Und es ist okay, sich manchmal auch zu blamieren und was anders zu machen als andere. Und das kann sehr befreiend sein, weil man sich genau, das sind so Wege raus aus der Scham. Und ich fand sind wir schon am Ende? Jein, ich würde da kurz nochmal einhaken. Wir haben das öfter schon gesagt und ich mag ja dieses Wort immer mehr aushalten. Mhm. Aushalten, dass andere vielleicht auch in mir ein Gefühl der Scham auslösen. Zu hinterfragen, ist das eigentlich denen ihre Baustelle? Sind es denen ihre Normen und Werte? Oder sind es meine Normen, Werte und Ansprüche, die ich habe? Und wenn ja, sind die vielleicht zu hoch? Ist Scham jetzt wirklich angebracht? Bringt mich Scham weiter in meinem Wohlbefinden, in meiner Entwicklung? Was sagt mir das als Signallicht? Und dieses Aushalten auch von den, wir haben es ja schon gesagt, dass viele Menschen oft eine Meinung sagen, obwohl sie nicht gefragt sind, dass sie zu allem auch eine Meinung haben und das einfach aushalten und gerne aber auch bei den Menschen lassen. Mhm. Das ist denen ihr Ding. Mhm, sehr gut, ja. Und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, gerade in der Karriere, zum Beispiel bei Frauen ist oft so dieses nicht fordernd sein wollen, sich zu schämen, mehr Geld zu verlangen, dass ich so raffgierig wirke oder. Und das ist genau da und da gilt es, das zu überwinden. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mm-mm. Geld und Scham. Mm, ganz stark, ganz viel. Wir haben viel über den Körper gesprochen jetzt, aber Geld und Scham sehe ich auch als ganz, ganz große Verbindung. Weiß ich nicht, aber dass es da auch viel gibt, sich für, ich meine, warum, das ist jetzt auch sehr plakativ gesagt, ne, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, warum macht man das? Oder macht man es nicht, um sich darzustellen, um sich besser zu fühlen? Und manche schämen sich für ihren Erfolg und sagen es eben nicht. Also, und manche schämen sich, dass sie den Erfolg nicht haben. Genau. Es ist so spannend und unterschiedlich. Warum schämt man sich, dass man Erfolg hat? Ja, genau. Und genauso eben, aber warum schämt man sich, dass man mehr verdient hat?
Also, dass man mehr verdient, dass ich als, als Mensch weiter vorankommen möchte. Ja. Wieso schäme ich mich teilweise dafür und schaffe es nicht, in Gehaltsverhandlungen stark zu sein, mich abzugrenzen? Also auch das Dinge. Warum schäme ich mich zu meiner Kollegin, zu meinem Kollegen zu sagen, nein, ich mache deine Arbeit nicht auch noch mit? Wow. Ja. Ja, da kommen wir gleich ganz viel, weil, und dann kann man ja, das ist ja die Chance wahrzunehmen, was sind denn die inneren Glaubenssätze? Mhm. Weil wir machen das hier miteinander, wir unterstützen uns gegenseitig oder was? Mhm. Vielleicht ist es auch nicht klar definiert. Mhm. Oder ich habe es nicht verdient, mein Glaubenssatz ist, ich habe es nicht verdient. Oder ich habe es nicht verdient. Ich habe noch nicht genug geleistet, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Und dann, das ist Scham. Ich habe Scham nie so in diesen Zusammenhang gesetzt. Mhm. Aber das passt, finde ich, ziemlich gut. Also Scham und Geld, was macht das bei dir da draußen? Und ich möchte mit einem Zitat gerne enden. Und das könnte schon wieder ein neuer Auftakt sein. Takt ist die Achtung vor Menschen in potenziellen Schamsituationen. Das hat Herr Wurmser gesagt. Leon Wurmser, der hat übrigens das Buch Die Maske der Scham geschrieben. Und da unser Gehirn ja Wiederholungen liebt, Sandra, darfst du es noch einmal vorlesen und dann beenden wir diese Sendung mit dem Zitat von dir. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir freuen uns auf das nächste Mal. Takt ist die Achtung vor Menschen in potenziellen Schamsituationen. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge. Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.